Ja, hallo nochmal am Freitag, 24. Februar, ein zweites Video. Wieder mal spontan, war auf dem Weg, habe was gesehen und mache ein Fußballvideo heute. Nicht direkt ein Fußballvideo, aber über Fußball und über ein Stadion, was bisher noch niemand wohl kennt hier in Pattaya. Zumindest nehme ich das mal an. Und was dieses Moped, das Polizeimoped hier, Police, damit zu tun hat, das werdet ihr gleich erfahren. Seid neugierig. Ja, und hier bin ich nun quasi mitten am Stadion. Das ist hier sozusagen der Parkplatz. Das sind Toiletten, Mannschaftsräume. Da sitzt auch schon irgendwo ein Zuschauer. Alles ein bisschen leer. Unschwer zu sehen, hier war mal was mit Pattaya United. Ich weiß, damals haben wir irgendwie diese Drittliga oder weiß ich was, haben wir mal gespielt. Dieses Stadion ist enorm prü auch. So, da ist natürlich auch das große Stadion neben dem Wat Su Da Was, wo Pattaya United, Dolphin United spielt. Hier spielt eine andere Liga. Und heute gibt es ein Spiel hier, habe ich gerade zufällig dann erfahren. Hier macht sich schon mal ein Team warm. Und dort hinten das zweite Team. Und was das für Teams sind, hier ist Spieler, Ersatzspieler anscheinend. So, was ich hab. Ist beschäftigt mit seinem Handy. Und wir gehen einfach mal aufs Spielfeld. Es ist natürlich hier alles schön eingezäunt. Wir gehen einfach mal zu dem einen Team hin, was sie hier warm macht gerade. Savadi Krab. What team you are? Police team from? Das sind nämlich Police Teams, die hier spielen und sich warm machen. You are police team from Pattaya or Banglamong or Nong Pru? Pattaya. This is the boss da hinten. Yeah, the big boss. So, and who is the other team? Team Leo. Leo FC. Name Leo FC. Not, but it's not police. Police of same. Yeah, same also. Yeah. But from Leo, okay. Okay. So, and when you start your game? 11. Hambo, 5 o'clock. 5 o'clock. Now 10 past 5. 10 minutes. Okay, thank you. Yeah, okay. Also das mit Startzeiten nimmt man nicht ganz so genau. Gehen wir auch noch zu dem anderen Team da drüben rüber. Ja, das ist eben ein bisschen was anderes als Zweitliga bei Pattaya United. Ja, ich habe vorhin gerade noch mitgekriegt, als hier der Rasen noch ein bisschen gemäht wurde. Hier sieht man noch die Reste, stehen auf dem Spielfeld. Ach ne, der ist sogar noch beim Mähen da hinten. Big Boss from Police. Big Boss from Police, Nong Pru? Or Pattaya? Nong Pru? Okay. Got busy. So today is game between two teams? Yeah, two teams with Isan, with Chok Leo. Okay. Yeah. So, and you are the superintendent from Nong Pru, no? This team. Isan team. Okay. Nong Pru. Thank you. Ja, und hier, Zuschauertribüne, sitzt auch einer da. Hier ist natürlich auch nichts mit Eintritt oder sowas. Ne? Alles ganz locker und da wird am Rasen nochmal schnell der letzte Rest gemäht, bevor das Spiel dann etwa in 10 Minuten losgeht. Where are you from? England. Ja, Thailand. Police team, ja? Yeah? Leo Isan. Okay, also Leo Isan Team, ja. Keine Ahnung, aber es sind zumindest auch alles wohl Polizisten. Das hier ist quasi der Mannschaftsraum vom Leo Team, glaube ich. Hier, die haben da ihre Klamotten, alle ihre Schuhe und alles. Ja, das ist eben eine andere Klasse hier. Und wie gesagt, ich glaube kaum, dass irgendwer dieses Stadion hier kennt. Klein, aber fein. Es gibt auch ein kleines Restaurant da, man kann auch was trinken. Und es ist, wie gesagt, auf der Dark Side auch
Und wir warten mal, bis das Spiel losgeht, dann kommen noch ein paar Eindrücke vom Spiel. So, der Rasenmäher kommt zurück. Everything okay now? They can start? Good. So, ich stehe hier nun an der Mittellinie und ich glaube, eben gab es den Anpfiff für das Spiel. Die scheinen schon richtig zu spielen. Der Schiedsrichter, freien Oberkörper, den ist zu warm hier. Ich werde das Spiel natürlich nicht komplett besuchen und schon gar nicht irgendwie per Video aufbereiten. Denn es geht ja nicht um das Spiel in diesem Video, sondern einfach um die Location, um die etwas andere Art eines Stadions, andere Liga. Ich fand es irgendwie mal besonders und interessant hier, das auch mal aufzunehmen. Aber wir schauen einfach mal hier ganz kurz rein. Ein erster Angriff, Abwehr. Schiedsrichter geht weg, guckt gar nicht mehr hin. Das läuft ja alles ein bisschen von alleine hier. War auch kein Einlaufen der Mannschaft oder sonst irgendwas. Die standen plötzlich da, da hat er gepfiffen und dann ging es los. Die hetzen auch nicht so unbedingt auf dem Feld. Aber der Platz ist genauso groß wie bei den richtigen Profis, ne? Ja, damit sage ich dann einfach mal ciao, ciao. Hier gibt es auch noch einen Linienrichter. Hallo. Auch auf der anderen Seite steht einer, sehe ich. Also das ist alles schon wie bei allen anderen Spielen auch. Und wie gesagt, damit sage ich bye, bye, tschüss, tschüss und nochmal ein schönes Wochenende. Nee, wird nichts. Also dann, ciao, ciao allerseits, wo immer ihr auch seid. Ja, den Clip nehme ich doch nochmal mit. Ein Auswechselspieler, der sich hier fertig macht, aber auch nochmal vorher erstmal eine durchzieht, ne? Damit er dann besser laufen kann. Also, das war es jetzt endgültig hier vom Superprofispiel der Polizisten.